Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Die grossen Sieger von der letzten Wahl sind ja die Grünliberalen unter ihrem attraktiven Präsidenten Martin Bäumle. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mich kurz mit dem Herrn Bäumle zu unterhalten. Ich habe ihn nämlich auch gewählt, weil wir zwei ja eine ähnliche Frisur haben. Herr Bäumle, stört das Sie, wenn wir jetzt kurz über unsere beiden geilen Bürstenschnittfrisuren reden? Nein. Mich auch nicht. Dann haben die von den Grünliberalen also keine Angst, dass wir beide uns frisurenmäßig konkurrenzieren können. Wenn es eine gemeinsame Chance gibt, wo beide profitieren können und unsere Chance in höher einschätzen, dann auch muss man relativ offen sein. Ja, finanzpolitisch sind sie ja nicht so offen. Oder um es mal so zu sagen, ein scharfer Hund. Weil ja die einzelnen Borsten regelmäßig gestutzt werden, zahlen sie einiges für den Coiffeur. Wie sieht eigentlich Ihr persönliches Haarschnittbudget aus? Grundsätzlich wird mal gerechnet und nochmal gerechnet. Und ich mache jetzt seit über 30 Jahren mit einem Excel-Sheet, der recht gut verhält. Ja, ja. Ich habe jetzt aber gehört, Sie verlangen jetzt praktisch als Corporate Identity von all Ihren Parteimitgliedern, inklusive der Vereinigten, dass Sie sich Bürstenschnittfrisuren schneiden lassen. Wann soll das so wie Zeit noch vor der Bundesratswahl? Wir brauchen mehr Zeit, wir müssen das finanzieren können und wir müssen das als Chance packen. Und darum bin ich bereit, da pragmatisch vorwärts zu schauen, was möglich ist und was wir wollen umsetzen. Umsetzen viel effizienter wäre doch nicht zuletzt für das Coiffeurgewerbe. Sie würden sofort alle zum Haarschneiden schicken. Aber Sie können nicht von heute auf morgen das Gewerbe überbelasten. Das muss die nächsten 30, 40 Jahre immer wieder Arbeit haben, damit wir es auch mit Schweizer Qualität können, tatsächlich umsetzen können. Haben Sie persönlich dann keine Angst, Sie könnten mal so eine sozialdemokratische Daniel Josic-Glatze bekommen? Nein, überhaupt nicht. Oder würden Sie vielleicht mal die Haare wachsen lassen bis zu einem Oskar Freisinger-Rossschwanz? Vielleicht irgendwann. Oder sich eine breitere Stirn schneiden? Die Verbreitung wird in den nächsten Jahren kommen. Eben doch, habe ich es vermutet. Auch bei anderen Politikern spielt die Frisur eine grosse Rolle. Gerade Evelyn Wiedmer-Schlumpf hat jetzt ja vor der Bundesratswahl doch ihre Frisur ein bisschen modernisiert. Ihre Meinung dazu? Sie ist ein rechtes Risiko eingegangen. Sie hat das sehr wohl überlegt. Und meine Einschätzung ist, der Entscheid ist richtig gewesen. Und den haben wir auch voll mitzutragen. Auch wenn er noch die härtere Konsequenzen haben könnte in der Zukunft. Herr Bäumle, was meinen Sie? Ist das ein faires und ein wichtiges Gespräch, das wir hier geführt haben? Ich bin der Meinung, nein. Völlig einverstanden. Trotzdem danke für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, guten Tag, mein Sender.